Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Dicken Preußen. Und heute spreche ich wieder mit dem famosen Jens. Hallo Jens. Ja, hallihallo. Und weil heute ist Wünsch dir Donnerstag, Mittwoch war gestern, deswegen ist heute Wünsch dir Donnerstag. Und wir wünschen uns ganz viele Sachen. Und da haben wir gedacht, wir sprechen über das, was wir uns von Rollenspiel Verlagen wünschen oder auch von anderen. Also was für Rollenspiele oder auch Rollenspielprodukte wünschen wir uns denn? Was wollen wir unbedingt haben? Jens, was willst du unbedingt haben? Was ist das, was ganz oben auf deiner Liste steht? Ja, die Frage ist, ob diese Liste linear ist, also ob es ein oben gibt. Weil ich könnte mir sehr viel vorstellen. Also es gibt mehrere Sachen momentan, die gerne mal haben oder machen würde. Da ist Shadowrun Second Edition komplett neu gemacht mit dabei. Fände ich mal sehr spannend. Ich habe von der Zeit jetzt ein bisschen Shadowrun 2 gespielt. Habe damals damit auch angefangen. Deswegen ist es auch so ein bisschen die gute alte Zeit. Und damals. Genau. Ja, ist mir auch schon wieder zu überlegen. 20 Jahre her oder so. Mehr sogar. Und grundsätzlich, also ich mag das Grundsystem mit dem explodierenden Würfeln. Und ich weiß, es gibt Leute, die mögen das nicht, aber ich bin da großer Fan von. Also Poolsystem mit explodierenden Würfeln und so die Grundmechanismen und sowas, die finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde die Beschreibung teilweise auch ganz interessant. Klar, bei den Regeln müsste man einmal richtig ordentlich drüber bügeln. Also spätestens, wenn es irgendwie Richtung Rigging, Decking und sowas geht, das ist alles irgendwie so ein bisschen bla. Ein paar Sachen müssten mal klargestellt werden, es müsste mal ein vernünftiges Balancing drüber gebaut werden und so. Aber so von der Grundidee her finde ich das eigentlich ganz cool. Und das wäre schon was. Und was für Regeln möchtest du geändert haben? Weil geänderte Regeln hast du ja, keine Ahnung, in Shadowrun 6 auch. Ist ja auch anders. Ja gut, aber anders ist ja nicht unbedingt das anders, was ich haben will. Also dann kann ich ja sagen, ja, dann spiele ich halt Schach. Das hat auch andere Regeln. Das funktioniert halt nicht. ja, wie gesagt, also Regeln Decking komplett raus, müsste man eigentlich komplett nochmal durchdenken, wo man da eigentlich mit hin will. Das Fernkampfsystem finde ich ganz okay. Kann man ein bisschen streamlinen, aber grundsätzlich ist das eigentlich, funktioniert das ganz solide und es ist einer der Hauptkernteile, glaube ich, vom System. Nahkampf müsste mal eigentlich einen Fernkampf angleichen. Da gibt es ein paar Seltsamkeiten. Schadensmodell muss man mal durchgucken, was man damit eigentlich abbilden will, weil man dann halt doch sehr schnell über den Haufen geschossen werden kann. Und das ist halt die Frage, will man das so? Ja, Magie müsste man sich nochmal durchgucken. Aber so von den Grundideen, den Grundgedanken, die dahinter stecken, also auch dieses Konzept mit Entzug und so bei Zauberei, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Da sind schon wirklich paar richtig gute Gedanken drin. Man müsste wahrscheinlich ein paar Dinge nach vorne ziehen, quasi ins Grundregelwerk, die später erst beschrieben wurden, dass die Hintergrundstrahlung und Wachgeister und sowas, weil man die eigentlich im Grundbuch braucht, um den Magierspielern was entgegenstellen zu können. Mhm. Aber ansonsten glaube ich, da geht was. Und es hat auch so sein. Bitte? Kennst du denn die aktuelle Version? Versionen? Ich habe fünfmal eine Zeit lang gespielt, also was eine Zeit lang, ein paar Runden lang gespielt. Ich habe Shadowrun Anarchy mal eine Runde gespielt. Ich glaube, die 6. ist aktuell, ne? Mhm. Habe ich gar nicht mit. Also, ich habe die mal gesehen. Aber ich habe tatsächlich tiefer gehen mit Shadowrun seit Shadowrun 4 nicht mehr viel zu tun und mit den Regeln eigentlich seit 3 nicht mehr. Also ich habe 3 sehr, sehr, sehr ausgiebig gespielt und geleitet. 4 bin ich irgendwie nie wirklich reingekommen. Einerseits durch dieses ganze Systemausfall-Ding, diesen Zeitsprung und dieser Pflicht zur Wi-Fi-Matrix, wo halt wirklich jeder Charakter sich mit beschäftigen muss, weil er halt sonst gekniffen ist.
was mir persönlich sehr widersprach, also dem, was ich eigentlich spielen wollte. Ja, und seitdem, wie gesagt, ich hab mal reingeguckt, aber bin auch nie weitergekommen. Also, warum ich deswegen frage, ist so, wo du jetzt sagst, so Entzug und Hintergrundstrahlung, das gibt's ja alles. Bezweifle ich auch nicht. Nee, es muss ins Grundregelwerk rein, meiner Meinung nach. Wenn du einen Magier als Charakter da hast, du hast keine Möglichkeiten, den so ein bisschen einzufangen. Eben durch Hintergrundstrahlung, durch Watcher. Watcher sind super angenehm für einen Spielleiter, die Astralreise so ein bisschen einzudämmen, dass er nicht einfach überall reinrennen kann. Das heißt, ich kann das dadurch so ein bisschen tweaken. Ich kann so die Hintergrundwelt so ein bisschen einstellen, regelseitig. Shadowrun ist ja zumindest damals schon sehr herausforderungsorientiert gewesen. Und da brauchst du das halt. Also gerade bei den Castern. Weil du kannst halt nicht immer sagen, ja, die haben auch einen Magier. Ja, weil Magier sind halt, wenn du die Defensive nicht hast, also diese Verteidigungsmöglichkeiten und diese Einschränkungen sind halt Glaskanonen. Ja, dann kannst du von der anderen Seite auch eine Glaskanone geben. Aber es führt halt nur dazu, dass die sich gegenseitig über den Haufen schießen. Aber nicht, dass es irgendwie relevanter und interessanter wird oder sowas. Oder dass man sich was Neues überlegen muss, weil halt, man kann halt nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand. Und so solche Elemente muss halt eigentlich, das muss eigentlich im Grundregelwerk mit rein, wenn du Magier oder Schamanen drin hast, um die überhaupt sinnvoll für den Spielleiter handelbar zu machen, ohne dass einem das relativ schnell um die Ohren fliegt. Ja. Und ich meine, mich daran erinnern zu können, bis bei Shadowrun 3 ist das erst in, wie ist das Ding? Schattenzauber, Schattenmagie, Straßenmagie. Die heißen immer so ähnlich, deswegen. Ich glaube, bei Shadowrun 2 ist es, glaube ich, das Grimoire. Aber bin ich mir gerade nicht ganz sicher. In 2 habe ich keinen Magier gespielt. Das heißt, es kommt erst in einem Erweiterungsband. Und natürlich sollte es schon idealerweise so sein, dass du mit einem Grundregelwerk relativ weit kommst. Das ist ja bei Shadowrun ansonsten auch durchaus der Fall. Da wird ja durchaus alles behandelt. Nicht immer so mit der vollständigen Tiefe, aber durchaus so, dass man damit halt auch eine Zeit lang wirklich Spaß haben kann. Das ist halt da schon so eine Macke, finde ich. Also ich weiß, dass es die Hintergrundstrahlung gibt. Ich habe jetzt nebenbei mir mal das PDF aufgemacht von der aktuellen. Hintergrundstrahlung steht zumindest unter dem Wort Hintergrund oder Strahlung nicht drin. Okay. Hat mich jetzt auch verwundert. Aber okay, also tja, da musst du mal ran. Ja, da müsste man erstmal an Shadowrun 2 ran. Und da müsste man jemanden finden, der da Bock drauf hat, und da müsste ich Zeit für haben. Habe ich aber nicht, weil allein die anderen Sachen, die ich so auf meinem Plan habe, Dinge, die ich tun möchte und tun würde, da bin ich bis 2025 mindestens beschäftigt. Also sollte ich jemanden finden, der mich dafür bezahlt, sagen wir mal so. Ja, also sollte man immer tun, aber... Und da habe ich die schwarze Katze noch gar nicht verlassen. Ja, also da kommen noch ganz andere Sachen davor. Ja, okay. Ja gut, dann du bist für Shadowrun 2 in geil. Ja, was ist denn geil? Also in überarbeitet, also in mal neu gedacht, aber schon im Kern beibehalten. Okay, das ist ja auch schon mal was. Und was ist denn auf gleicher Ebene? Also jetzt als, was ist dein nächster Wunsch? Ja, das sind einige. Ich wollte schon, also es ist, natürlich ist es jetzt so, dass da viele Sachen dabei sind, die ich auch einfach gerne mal machen würde. Also selber mal, also nicht unbedingt auch nur haben, sondern auch einfach mal, um es mal auszuprobieren. Ich habe ein Konzept für ein Rollenspiel, das auf dem Painkiller-Album von Judas Priest basiert. Und das fände ich schon sehr witzig. Okay. Ja, das ist Special Interest. Ja, was passiert denn auf dem Painkiller-Album? Was geht's da? Das ist eine Interpretationssache. Es ist halt immer noch ein Musikalbum, aber es hat für mich sowas, nicht postapokalyptisches, aber schon so ein bisschen in die Richtung. Mit irgendwelchen, also ich in meinem Konzept, ich stelle mir das so vor, ja, du hast das so ein bisschen wie bei Judge Dredd. Es gibt irgendwie die großen Metropolen, so Megacities, und dazwischen ist ja viel nichts. Ja, so ein bisschen das Bowl Mittlerer Westen.
Ja, riesengroßes Land, sehr trocken. Früher mal sehr, sehr stark agrarisch geprägt, aber irgendwann halt auch kaputt gewirtschaftet worden. Das heißt, es gibt so ein bisschen wie bei Mad Max 1 noch so Dörfer und Weiler und Farmen und sowas. Und dazwischen halt viel, viel wenig. Ja, also bis gar nichts. Also einfach Landschaft, totes Land zum größten Teil. Breite Highways, wo dann zwischen den einzelnen Metropolen so Konvois fahren. Und dazwischen ist es halt mehr oder weniger gesetzlos. Es gibt also ab und an mal irgendwelche Milizen oder irgendwelche Sheriffs, die irgendwie bezahlt werden, um da so ein bisschen aufzuräumen. Aber es treiben sich halt auch irgendwelche plündernden Gangs rum, irgendwie auf Motorrädern und sowas. Und ab und an schicken dann die Metropolen Leute zum Aufräumen durch. Ja, so irgendwelche, also zum Beispiel bei Painkiller ist so ein Halb-Cyborg-Motorrad-Ding, voll verchromt mit großen Kanonen und sowas, der da halt die Straßen frei hält und sowas. Und das fände ich schon eine ganz spannende Sache, sich das mal ein bisschen durchzudenken, wie das so funktioniert. Dass du halt wirklich so ein verlorenes Land hast quasi, wo halt noch so ein bisschen Landwirtschaft rausgequetscht wird, wo es irgendwie noch geht, wo irgendwelche großen Schrotthalden und irgendwelche Flugzeugfriedhöfe und sowas sind. Und halt irgendwelche Go-Gangs, die so ein bisschen Mad Max-mäßig sind. Nur halt bei Mad Max ist es halt immer so, es gibt halt eine große Rudel, das immer alles dominiert und dann kaputt machen will. Und das ist eher gestreuter. Ja, dass es verschiedenste Gruppierungen gibt und Grüppchen, die da irgendwie unterwegs sind. So ein bisschen ist es so ein bisschen Wild West, ist so ein bisschen Ökokatastrophe, also so Klimakatastrophe, alles irgendwie trocken und verstaubt. Es ist ein bisschen Roadmovie, es ist ein bisschen so, ich sag mal, so 80er Jahre überdreht. Es ist manchmal ein bisschen Hightech, weil halt diese Metropolen natürlich auch irgendwelche, keine Ahnung, High-End-Geräte produzieren, die kommen halt nur nie da an oder sehr selten oder werden mal irgendwo geklaut oder sowas, wegen die halt echt einen Seltenheitswert haben. Und ja, ich glaube, das ist eine sehr wilde Mischung. Ich glaube, in so einem, es ist jetzt auch nicht völlig neu gedachtes Genre. Es ist halt so ein bisschen Judge Dredd, es ist ein bisschen Mad Max, es ist es ist halt eine, ich glaube, eine Mixtur, die jetzt nicht so völlig ungewöhnlich ist. Aber ich finde einfach die Idee sehr schön. Und das Painkiller-Album hat also alle möglichen lustigen Ideen auch für NSCs und irgendwelche Kreaturen und sowas. Da kann man, glaube ich, lustige Sachen ausmachen. Also auf dem Studio gibt es ja 10 Tracks drauf und da spricht immer von irgendwas dazu dann. Genau, also das komplette Album passt eigentlich dazu, jeder einzelne Song. Ist auch für mein Dafürhalten, ich bin jetzt nicht so der absolute Metal-Experte, aber eins der besten, oder für mich persönlich das beste Album von Judas Priest. Ich finde es, also es war sehr einfach, sich da was zu überlegen. Es war sehr eindeutig, finde ich. Also zumindest für mich. Das hat es wirklich provoziert. Aber willst du eigentlich nur die Welt haben oder willst du auch das System dahinter dazu dann machen? Oder willst du ein bestehendes System nehmen? Also wahrscheinlich würde ich ein eigenes bauen. Müsste natürlich relativ flott sein. Wahrscheinlich auch natürlich kampforientiert. Herausforderungsorientiert mit ein bisschen Simulation dabei, also Kompetenzsimulation und sowas. Vielleicht auch so Charaktersimulation, also so von der Psychologie her, Leute irgendwann zusammenklappen oder ausrasten oder sowas. Müsste ich mal drüber nachdenken. Aber da habe ich noch kein tiefergehendes Konzept für. Das müsste man halt wirklich dann generalstabsmäßig zusammenbauen. Ne. Warum nimmst du denn, macht man es nicht einfach nur mit einem W100-System und sagt, naja, das ist ja das Einfachste. Prozentwerte und so kann man sich ja am besten merken irgendwie. Ich bin kein großer Fan von Prozentsystemen. Also sie sind okay. Also es ist immer so die solide zweite Wahl. Weiß ich nicht. Also. Warum? Also erstmal, ein Prozentsystem ist geschlossen in beide Richtungen, also nach unten, nach oben. Also kannst halt nicht weniger als eine 1 und nicht mehr als eine 100 haben.
Das heißt, was ich, wenn du durch einen Mindestwurf irgendwie über 100 oder unter 1 kommst, dann musst du nicht würfeln, weil das Ergebnis steht fest. Was manchmal zum Problem werden kann. Deswegen bin ich tatsächlich auch so ein Fan von dem alten Shadowrun-System. Ja, dass dadurch, dass du halt explodierende Würfel hast, kannst du halt einen beliebig hohen Mindestwurf ansagen. Ja, und selbst wenn es 34 ist, vielleicht schaffst du es. Also, wenn du nur einen Würfel hast, wenn du nur einen Erfolg brauchst, könnte es ja klappen. Eben ist zum Beispiel der Charme von Shadowrun 2 unter anderem, um den Bogen dann nochmal zu schließen, weswegen ich das ja gerne mag. Und das kannst du halt mit dem Prozentsystem eigentlich nicht machen. Und es ist mir, also es gibt so immer diese Frage, wie genau will ich wissen, wie meine Chancen stehen? Auf der einen Seite macht das natürlich irgendwie Sinn, ja, und natürlich Prozentsystem ist natürlich sehr angenehm. Im Vergleich zum Beispiel zu Shadowrun 2, das ist halt da die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, ist ein Schmerz. Auf der anderen Seite kann es durchaus Situationen geben oder auch so Mindsets geben von Spielern, wo man es eigentlich gar nicht so genau wissen möchte. Also, das ist wie bei Han Solo. Ja, der möchte ja auch seine Wahrscheinlichkeiten auch nicht wissen. Also man kann es ungefähr abschätzen, ne? Also wenn man ein bisschen Spielerfahrung hat, die vom Kopf gefallen ist, aber man möchte es unter Umständen nicht so genau wissen. Und das bei einem Prozentsystem ist das immer so eine Sache. Das sind beides so Faktoren, weswegen, ja, ich meine, sie sind okay. Also hier BRP ist ein solides System. Grundsätzlich funktioniert ja auch ganz solide mit XU zum Beispiel. Aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie in Feierlichkeiten ausbreche. Okay. Also ich, auch wenn wir jetzt zum Thema kommen, also das 400-System finde ich gerade für zum Einsteigen das erste Mal Rollenspiel ganz praktisch. Ne? Kann man ja, auch irgendwie 20 oder sowas geht auch völlig in Ordnung, 3W6. Wie bei GURPS. Also es ist auch relativ einfach. Weil bei W6 ist schon wieder ein bisschen bei GURPS so eine Sache, weil es eben eine Glocke ist. Von der Verteilung her und relativ grob granuliert. Dadurch kann so ein Plus 1, Minus 1 entweder sehr viel oder sehr wenig ausmachen. Das kann im Spiel frustrierend sein. Aber ein W20-System oder was ich bei DSK ein 2W20-System, ist zwar auch eine Glocke, aber da ist die Granulierung ein bisschen feiner. Wobei die auch mal die Frage, also ich meine, ich bin seit 25 Jahren kein Einsteiger mehr. Ja, von daher kann ich das auch nicht unbedingt bemessen, ob Spieler ernsthaft sich gestört fühlen oder überfordert sind oder es einfach nicht mögen, wenn sie mehr als W100 oder W20 würfeln müssen. Kann ich aber nicht einschätzen. Also es ist immer diese Vorstellung da, ja, Anfänger darf sich überfordern und sowas, aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das jemand überfordert. Inwieweit das sozusagen convenient-mäßig ist oder auch nicht, kann ich einfach nicht einschätzen. Also es ist genauso, es ist wie bei Shadowrun, wenn der Spieler sagt, würfel mal gegen eine 5 und ich würfel 8 Würfel, weil da eine 8 steht beim Markalterbogen und dann gucke ich mit 5 oder höher, das ist auch relativ simpel. Wie ich zu dieser 5 komme, das ist unter Umständen sehr aufwendig, gerade bei Shadowrun. Wenn du irgendwie dann mit Sichtmodifikator und Reichweite und Seitenwind und das hast du nicht gesehen, ja. Aber für den Spieler ist das easy going. Also, wenn der es nicht selber ausrechnen muss, ist auch selbst Shadowrun 2 für den relativ simpel. Wenn das einmal verstanden hat, wie es funktioniert. Also das ist dann so ein kleiner Schritt. Den kenne ich auch. Also am Anfang ist dann so ein bisschen wie der Ochs vom Berg. Aber wenn man einmal durchschaut hat, okay, so funktionieren die Proben, dann ist das eigentlich sehr eingängig. Ich kenne kaum ein Rollenspiel, wo das nicht der Fall ist. Earthdawn vielleicht noch. Earthdawn ist so ein bisschen, also ich mag Earthdawn, so ist es nicht. Aber diese wechselnden Würfel, die man da nehmen muss, das ist schon. Ja, also wir spielen im Moment regelmäßig Earthdawn. Meine Monatsrunde hat sich durch Corona von monatlich, wir treffen uns auf wöchentlich, wir spielen, unter der Woche geändert. Und da spielen wir im Moment auch Earthdawn. Und über Roll20 geht es dann, weil ich dann einfach sage, okay, einer hat die Stufen alle geschrieben, welche Würfel das sind. Das ist dann relativ einfach. Oder auch deren Charakterbogen hat das dann integriert schon. Dann drücke ich nur an und dann würfelt er mir das. Nimmt gleich die richtigen
Aber dann geht das weiter, glaube ich, irre, ja. Sich ja auch noch mal, also die Stufe ändert sich ja durch die Modifikatoren auch nochmal. Ja. Und dann muss halt nochmal nachgucken oder sowas. Also deswegen, ich glaube, ja, bei Roll20 kann ich mir das gut vorstellen. Am Spieltisch analog. Ich kann mich dann erinnern, am Anfang war ich da so ein bisschen überfordert, mit rauszufinden, welchen Würfel nehme ich denn jetzt. Hm. Ja. Also, wie gesagt, Roll20, du gibst ja nur die Stufe ein, die du nehmen willst. Mhm. Und es ist easy going. Ja. Und die haben ja auch einen vorgefertigten Charakterbogen. Den kannst du auch einfach befüllen. Und das ist auch ein Wunsch, den ich habe. Ich hätte gerne, dass in den ganzen Online-Tools, also jetzt Roll20 und das Neue, der Digital Foundry Virtual Tabletop Dings da. Du weißt, wen ich meine, wie der heißt? Dieses VTT? Genau, Foundry VTT oder so. Foundry Virtual Tabletop nennt sich das dann. Und auch für das, ich hätte gerne für die Rollenspiele, die ich mache, dass es da einfach Charakterbögen gibt. Und zwar, dass die einfach dann auch funktionieren. Am liebsten wäre mir das natürlich, wenn das jetzt kein Fan machen würde, aber den nehme ich auch. selber die Programmieren, Zeit und die Kenntnisse habe ich nicht so. Aber jetzt gerade so zum Beispiel mit auf Roll20 gibt es das schon für viele. Earthdawn zum Beispiel fehlt mir jetzt leider die deutsche Version, das ist also nur Englisch, der Charakterbogen, da muss man immer ein bisschen hin und her schalten. DSA gibt es zwei auf Roll20. Eine Zar Edition und eine normale, DSA 4 und 5. Und ich rede jetzt von den Fünfern. Mhm. Bei der normalen ist schön, der hat halt alle die ganzen Fähigkeiten, alles Mögliche wurde praktisch eingetragen. Und so ähnlich wie die Wikis. Man muss es halt, derjenige muss es halt da eintragen und dann kann man es nutzen. Und bei dieser Zeitischen, da kann man das dann irgendwie alles selbst machen. Es ist dann wieder ein bisschen höherer Aufwand, sich den Charakter zu erstellen. Geht aber auch. Aber ich hätte halt einfach so ein geiles Ding, dass es einfach funktioniert. Oder dass ich am besten meine PDF importieren kann. Sage, hier ist meine PDF, mein Charakter. Bitte mach. Und würfel, wenn ich da irgendwo drücke. Ja. Wäre schon cool. Ja, und da ist mein, was ich etwas schade finde, ist, die ganzen Programmierer, die das jetzt für DSA machen, für den Foundry Virtual Tabletop, die machen das alles leider für DSA 4 und 4.1 vor allem und nicht für DSA 5. Das stimmt mich etwas traurig und ich hoffe, dass ich jetzt, dass irgendjemand das ganz viel Mitleid mit mir hat und sagt, ach, wir machen das gleich 5. 4.1 ist ein schönes System, das war okay. Aber es gibt jetzt 5 und deswegen machen wir das. Ich werde mich da nicht zwischenwerfen aktuell. Also ich weiß ja nicht, auch der natürlich ist. Für DSK genauso. Ach sowieso. Mhm. Und so generell digitale Helfer-Dinger. Ich hätte gerne, dass, wenn ich ein Abenteuer kaufe, dass dann Code dabei ist, wo ich dann alle Tokens, alle Bilder irgendwie mir irgendwie runterladen kann, damit ich die dann gleich als Handouts etc. nehmen kann, ohne dass ich das jetzt irgendwie selber mir die PDF dann da das noch raus extrahieren muss und dann so als Handout hier, so sieht das aus. So, ich hätte es halt einfach gerne, dass das so da ist und auch die Tokens für Darstellungen, Schlachtdarstellungen oder so, wenn man möchte. So sagt, hier, das sind die Gegner, so sehen die aus. Sowas hätte ich. Ja. Auch für ein was ich jetzt bald kriege, es gab einen Kickstarter, das nennt sich der Level Up. Das ist im Endeffekt so ein Tisch, den du auf deinem Tisch stellst, dass du einfach praktisch in der Mitte eine Fläche hast, das ist hauptsächlich für Brettspiele, aber ist auch für Rollenspiele gut geeignet. Das ist im Endeffekt eine steckbare kleine Platte und unten drunter auf kleinen Füßchen oder etwas längeren Füßchen, dann kannst du unten drunter deine Getränke stehen haben, dein Charakterbogen und oben drauf, dann kannst du die Karten und etc. machen. Mhm. Und ich weiß, es gibt ja einige, die haben sich einen Bildschirm in einen bestehenden Tisch reingebaut. Das ist natürlich auch nicht schlecht, dann kannst du darüber Handouts und Battlemaps und alles machen. Vielleicht werde ich irgendwann das dann mal machen, dass ich dann das so von oben mit so einem Beamer drauf mache. Ja, Beamer ist auch so, sieht man häufiger mal. Mhm.
Aber wir spielen halt kaum, ja, wir spielen gar nicht mehr offline, sondern im Moment ja nur noch online durch die Pandemie. Ja, das ist auch etwas, was ich gerne wieder haben würde. Eine regelmäßige Offline-Runde. Hm. Das wäre schon was. Ja, es ist irgendwie doch was anderes. Also es ist okay, was heißt, es ist okay, es macht trotzdem auch sehr viel Spaß. Vorteil ist, du bist schnell da, du brauchst nicht irgendwo hinfahren, du musst nicht aufräumen, du musst keine Hose tragen, sowas. Ja, das ist durchaus ein Vorteil. Ja. Und aber irgendwie so ein bisschen fehlt es einem doch. Andererseits kann man dann jetzt wieder mit Leuten spielen, die überall auf der Welt verteilt sind, ne? Ja, es hat immer, wie immer, alles Vor- und Nachteile. Und also dass ich diese um die Runde herum befindliche soziale Interaktion, um das mal so zu nennen, ist halt schon was auch gerade beim Offline-Runden ja durchaus eine Rolle spielt. Mhm. Ja. Also es ist so, mein Wunsch ist die Charakterverwaltung online, dass die überall einfach funktioniert. Und ja, das ist so einer meiner größten Wünsche, glaube ich, irgendwie. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Also ich habe jetzt mit World 20 bisher nicht so riesig viel gemacht. Ich habe zweimal damit geleitet, mehr so als tatsächlich virtuellen Tisch, ja, mit einer Karte drauf und so ein bisschen. Ihr seid gerade hier so ungefähr, was für ein Dungeon Crawl zum Beispiel sehr angenehm ist. Ansonsten habe ich das in der Form nie gebraucht. Weil, also von mir aus können Leute auch bei sich zu Hause analog würfeln und sagen, wie viele Erfolge sie haben oder was sie halt gewürfelt haben. Weil ich muss es ja nicht kontrollieren, die werden schon wissen, was sie tun. Und alles andere. Ich bin aber auch allgemein auch beim Offline-Spiel, also beim normalen am Tisch spielen, kein großer Fan von Zeug auf dem Tisch. Also ab und an mal eine Skizze, wenn man irgendwie wirklich nicht weiß, was passiert da gerade und wo bin ich eigentlich. Aber alles darüber hinaus brauche ich eigentlich nicht. Also habe ich früher mal gemacht, aber mittlerweile bin ich da so ein bisschen von weg. Da ist mir irgendwie, ja, also das Erzählende, also selbst wenn's regelseitig zur Sache geht, das mache ich lieber irgendwie mit einem karierten Block auf dem Schoß und ein paar Würfeln, alles gut. Ja, als ich da immer auf den Tisch aufbaue. Aber was ist denn mit den Handouts, mit den Bildern, die in den Abenteuern drin sind? Also gut, wenn du jetzt nur selbstgeschriebene machst und keine Bilder hast, ist ja alles gut, dann nicht. Aber ich denke mir gerade, wenn ich so die ganzen Abenteuer leite und diese tollen Artworks überall drin sind, die will ich ja teilen. Kannst du ja zeigen. Ich meine, die sind im Buch drin. Ja, da musst du mal das Buch immer so hochhalten und hier, guckt mal. Ja. Ja, ich habe dann angefangen, ich habe halt das dann wieder aus der PDF genommen. Also ich habe mir die PDF dann noch gekauft, habe das da mir ausgeschnitten und dann gedruckt. Schön auf Papier und habe das dann ausgegeben, weil ich fand, dann kannte sich das jeder angucken. Das muss doch geteilt werden. Ja, ich weiß auch nicht immer, also wenn man davon ausgeht, dass ein nicht ganz unbedeutender Teil des Rollenspiels auch davon lebt, dass man das imaginiert, dass man sich das vorstellt, was gerade passiert, ob es dann eigentlich auch ein zu viel gibt an Hilfsmitteln, also an Bildern und Karten und Pömpeln auf dem Tisch, dass nicht irgendwann der Moment erreicht ist, wo das mehr zu einem erzählerischen Brettspiel wird. Und man sich eher mit den Pömpeln auf dem Tisch beschäftigt, als mit seinem Charakter in der Imagination, in der gemeinschaftlichen, wo man sich dann überlegt, was machen die da gerade. Es gibt auch die Spieler, ja, die machen das auch, die wollen gar nicht dieses, ich sag mal, die Immersion, die mit einhergeht. Und dann ist das sicherlich auch völlig in Ordnung. Aber wenn man die haben möchte, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwann einfach zu viel fancy Shit wird, sozusagen, drumherum. Mhm. Hm. Ja, stimmt auch wiederum, ne? Weil man sagt, denn hier ist übrigens ein Handout und dann sieht das ganz anders aus, wie die Leute, die das sich vorgestellt haben. Andererseits, ich denke mir als Meister, ich finde, das sieht so geil aus, das muss man doch teilen. Ja, wie gesagt, das ist auch eine Sache der Menge. Also wenn das irgendwie mal ist, also mal der Brief oder der Steckbrief oder was auch immer, die Schatzkarte oder so, und dann hat man die in der Hand und guckt da drauf und beschäftigt sich damit, das ist in Ordnung, solange das halt nicht irgendwann Spielzweck wird.
Ja, also deswegen bin ich auch kein so großer Fan von Miniaturen auf dem Tisch. Die haben durchaus ihren Vorteil. Es gibt Systeme, da sind die sehr nützlich. Wenn es irgendwie um Distanzen geht, um Positionierung und so weiter, also gerade was ich bei D&D im Kampfsystem, ist das durchaus vorteilhaft, je nachdem, was für eine Edition das ist. Aber ich weiß nicht, ist es nicht, einfach nicht meins. Ich möchte, also außerdem brauche ich Platz auf dem Tisch, weil man will ja Pizza essen. Okay, also du brauchst den Platz eigentlich nur für die Knabbereien und fürs Trinken. Ja, oder vielleicht, wenn man den Füße hochlegt, keine Ahnung, aber oder irgendwie mal den Charakterbogen oder ein Regelbuch ablegt. Okay, ja. Ja, okay. Kann ich auch verstehen. Ist auch nicht schlecht. Ja, da ist auch jeder jetzt anders. Rollenspielprodukte. Oder Rollenspiele. Hast du noch, hast du noch etwas, was du haben willst? Ich möchte gerne ein DSA Regionalband Limbus. Okay. Das finde ich, glaube ich, sehr witzig. Weil das bisher sehr, ja, also ich habe meinen Eindruck, dass es mal so ein bisschen lieblos und stiefmütterlich behandelt wurde. Mehr so als, ja, den gibt's halt auch, man huscht da mal durch, aber eigentlich will man da nicht sein, ist auch alles voll gefährlich und mit Dämonen und da kann man nicht überleben und bla und tralala. Aber ich glaube, man könnte dadurch durchaus eine sehr eigenwillige und also man könnte DSA eine zusätzliche Note verleihen, sage ich mal. Ja, und ich, wenn man sagt, okay, man kann im Limbus spielen, man kann, also die Charaktere können da längere Zeit existieren und es gibt eben, es ist halt dieses graue Nichts, der ohne Schwere. Aber da sind ja Dinge. Also das, der Limbus ist ja, also erstmal, der muss ja irgendwo herkommen. Also der muss also quasi in der Schöpfung der Welt, wenn es denn eine gab, irgendeine Funktion gehabt haben. Und danach wurde halt über Jahrhunderttausende eigentlich, der ja auch immer so als Müllhalde verwendet. Ja, für all die Dinge, die man nicht mehr will oder die gefährlich sind, die werden alle irgendwie in den Limbus geschaufelt. Und man kann sich eben die Frage stellen, wo ist denn das alles hin? Ja, und was ist daraus entstanden? Weil Zeit spielt ja im Limbus auch nur eine bedingte Rolle. Ja, also die verläuft ja nicht so linear wie nicht in der gleichen Linearität wie auf Dere, ja, in Aventurien oder so. Und da kann man also sehr, sehr schöne Sachen machen, die also auch sehr tief in den Hintergrund reingehen, was eben so vor Jahrzehntausenden so alles passiert ist, was vielleicht auch in der Zukunft passieren könnte. Und dann gibt es ja auch diese Limbus-Polizei, also diesen Orden, der da rumturnt und irgendwie mindestens ein großer Drache und mehrere große Dämonen, die darauf aufpassen sollen und irgendwelche Magiertürme, die dahin geschossen wurden und Abfallberge und was sehe ich nicht alles. Ja. Leute, die verschütt gegangen sind beim Teleportieren. Und da kannst du halt eine ganz eigene, bizarre Welt raus, glaube ich, schaffen. Und ich glaube, man kriegt auch ein Buch damit gut voll. Aber ist der Limbus nicht auch so ein bisschen so unendlich? Ja, macht sie doch besser, oder? Da hast du wenigstens Platz. Ja, aber dann ist ja die Frage, reicht da einer oder ist es nicht dann unendlich viel? Ja, also da ist, glaube ich, auch einfach, da ist halt auch einfach viel nichts, ne? Aber man kann, glaube ich, sehr gut Locations beschreiben und erschaffen. Kleinere wie größere. Und die in einem Bezugsrahmen setzen, der halt nicht fest ist. Das heißt, die sind nicht immer an der gleichen Stelle. Du musst also irgendwie 10.000 Kilometer in diese eine Richtung rudern und dann kommst du halt dann zu XY. Sondern die sind vermutlich alle in Bewegung, weil das ja ein leerer Raum ist. Und dadurch kannst du halt immer neue Konstellationen erschaffen, wie die so miteinander umgehen und so. Ja, hört sich interessant an. Brauchst ja nur mit Markus reden. Ja, ich glaube, da muss ich nicht nur mit Markus mitreden, aber auch da wieder, wir haben ja keine Zeit. Ja, sowas will ja auch gemacht werden. Und das ist dann schon aufwendiger. Also so ein Regionalband ist schon arschvoll Arbeit. Und wenn du das, ich glaube, wenn bei so einem Band das erste Pulver erstmal verballert ist, dann muss man da auch wirklich ran. Ja, da muss man sich dann wirklich, also das wird wirklich Arbeit. Das ist dann nicht einfach nur so happy-go-lucky was unterschreiben, sondern das wird dann schon richtig ordentlich. Hört sich interessant an.
Ja, habe ich auch irgendwo noch eine Ideenhalde für rumfliegen, aber die ist nie weit gekommen. Hm. Ja, ich hätte mir immer gewünscht, dass, also jetzt, oder willst du zu dem noch was sagen? Nö, nee, mach ruhig, immer raus damit. Ich hatte mir immer gehofft, dass irgendwann mal eine neue Version von PP&P kommt. Aber das wird ja nie passieren, aber unser Ralf arbeitet ja noch an dem Beronomicon. Mhm. Jetzt mal gespannt. Also das ist etwas, was es bald irgendwann kommen wird. Ja, aber ich habe da jetzt auch lange nichts davon gehört. Ich hoffe, es läuft. Mhm. Man weiß es nicht. Kann nur Ralf antworten. Da müssen wir ihn mal fragen, ne? Ja. Oh, machen wir mal. Ansonsten überlege ich gerade, was ich mir noch so wünsche. Ja, ich wünsche mir eigentlich mehr Zeit, nicht mehr arbeiten zu müssen. Dass ich mehr Rollenspiele machen kann. Aber wenn du dein eigenes Rollenspiel machen könntest oder jemanden machen lassen könntest von mir aus auch, muss man nicht selber machen. Mhm. Was hättest du gerne? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich, die Idee fand ich schon immer cool oder den Hintergrund oder so, nicht zwingend von einem Rollenspiel, von irgendeinem Film oder irgendwas anderem? Ja, ich hätte gerne ein Rollenspiel, was mit den Zeiten spielt und sozusagen die Geschichte Abenteuer in unserer Geschichte macht, wo aber natürlich dann viele Sagen und Legenden einfach der Wahrheit entsprechen. Also Cthulhu. Zum Beispiel auch. Also zum Beispiel, es gibt das eine, es soll jetzt, es gibt ja bald ein neues Rollenspiel, das Lex Arcana. Das spielt dann in der Zeit des römischen Imperiums. Mhm, ja. Aber da gibt es dann auch so ein bisschen Magie und so ein bisschen bei. Und das auch in verschiedenen Zeitaltern. Nicht nur im alten Rom, sondern zur Zeit der Deutschen Revolution zum Beispiel. Ne? Oder zur Zeit Kleopatras. Okay, ist jetzt auch wieder, kann man sagen, ja, ist ja Rom, aber ist dann halt der Teil der Geschichte. Oder auch, wenn ich möchte, irgendwo im feudalen, bei den Inkas, ist jetzt nicht feudal, aber zum Beispiel mal bei den Inkas, oder? Aber brauchst du nicht dann auch einfach nur BRP und ein Geschichtsbuch? Ja, aber ich brauche ja auch wiederum eine Ausarbeitung der Legenden zu diesem Zeitabschnitt. Also einen Teil kenne ich natürlich, aber nicht alles. Oder jetzt zum Beispiel die Deutsche Revolution zum Beispiel. Ne? Also ich bin ja Geschichtsinteressierter. Ich mache auch habe da auch einen Podcast drüber, über die Deutsche Revolution. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt also man sagt, okay, wenn man das erlebbar macht, dann ist das halt, die Leute versuchen da nicht nur, sich gegen den König aufzulehnen und Demokratie zu machen, sondern versuchen auch irgendetwas Böses, was sie da versucht, so Cthulhu-esque so. Wir müssen jetzt versuchen, da die Dämonenbeschwörer loszuwerden. Ja, ich glaube, also ich kann das ja gut nachvollziehen. Ich habe da auch bei einigen Sachen schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, was man da so alles machen könnte. Weil man gerade so mit diesem Historienspiel natürlich auch viel Unfug betreiben kann. Mhm. Es wird halt irgendwann dann schwierig, wenn du halt so quer durch die Zeit gehst, ne? Weil dann hast du halt sehr viele Settings und du musst die alle ausarbeiten und schreiben, weil du davon ausgehen musst, dass der Leser möglicherweise historisch jetzt nicht so bewandert ist. Das heißt, du musst ihm das halt alles schon so ein bisschen nahe bringen, dann muss es natürlich auch historisch halt jetzt richtig sein, dann musst du aber auch nochmal die ganze Mythologie einbauen. Das ist machbar, ist auch sicherlich witzig, nur bei, wenn man es also mit mehreren macht, wird es halt dann auch schon echt eine Menge. Glaube ich. Ja, und ich glaube, du kommst, es ist mir jetzt beim Erzählen so aufgefallen, du kommst auch sehr schnell in so immer das so ähnlich, was so heutige Verschwörungsglaubensleute sind. So, ja, wir sind fremdgesteuert und so. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn man so auf die Revolution umdenke, ja, dann hast du irgendwie einen und das hört sich dann irgendwie ein bisschen verrückt an, so ähnlich wie was jetzt so einige Leute da draußen erzählen. Irgendwie. Ja, also man muss, also ich glaube, beim Weltenbau sozusagen, ich meine, man basiert zwar natürlich auf dem historischen Kontext, aber man muss halt immer die Frage stellen, ist man dann okay, wenn bestimmte Mythologien stimmen oder bestimmte Legenden oder Märchen, ist man okay, welche sind das? Ja, weil es können nicht alle stimmen. Ja, weil sonst wird es irgendwann schwierig. Ja, wenn du verschiedene Pantheons hast, warum haben die Griechen und die Azteken
Und die Babylonier unterschiedliche, sind das die gleichen Leute oder zanken die sich? Wieso haben die sonst keinen Kontakt? Ja, oder wie funktioniert das? Also das ist durchaus quasi die Metaphysik sozusagen dahinter. Ja, und wie, dann da musst du also ganz, ganz tief einsteigen, erstmal in die Frage, was ist da eigentlich? Ja, oder gibt es vielleicht die Götter nicht? Also so wie bei Stargate, ja, wo die Götter eigentlich Aliens sind. Auslösung nehmen. Ja, oder wie bei Vampire, das ist also eigentlich, steckt hinter allem, was auf der Welt Schlechtes und nicht so Gutes passiert, sind irgendwelche Vampire, die sich gegenseitig verwemsen, eigentlich dran schuld oder Werwölfe oder so. Und ich glaube, da brauchst du also erstmal quasi so einen Lösungsansatz, so einen Allzwecklösungsansatz für all deine Probleme, ja, die du so drüber ziehen kannst. Und dann funktioniert das. Also wenn du eine Erklärung hast, warum ist denn das so? Ja, gibt es diese Götter oder gibt es irgendwas anderes, das dazugange ist? Oder gibt es irgendwie so ein Feenreich, ja, deswegen irgendwie Märchenstimmen, ja, mit irgendwie sprechenden Fröschen und irgendwie sowas? Das musst du also erstmal haben, glaube ich, so als Erklärungskern. Ja, und dann kannst du da alles drüber ziehen. Dann hast du eine Schablone sozusagen. Dann kannst du halt sagen, okay, die Maya sehen das so und so. Ja, basierend auf unserer tatsächlichen Erklärung heißt das eigentlich, müsste dann, Gottheit X ist eigentlich die Manifestation vom Feenkönig oder so. Ja, keine Ahnung. Und dann funktioniert das. Aber das musst du halt, glaube ich, als erstes machen. Du brauchst erstmal eine Universalerklärung, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Weil sonst musst du es nämlich immer wieder neu machen und dann passt es irgendwann nicht mehr. Also dann passen die Dinge einfach nicht mehr zusammen. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Es fehlen dann auf jeden Fall Zwerge. Ja, nicht zwingend. Es gibt ja auch Legenden von Zwergen. Also diverse, sehr unterschiedliche. Also in Edda kommen Zwerge, also eigentlich sind das Dunkelalben, ist richtig, die da vorkommen, die aber so Zwergoide quasi beschrieben werden. Es gibt die Zwergenbeschreibungen der Venezianer. Aus dem, weiß ich nicht, ich glaube so 13., 14. Jahrhundert und später. Es gibt wohl so eine Zeitphase, da schicken die Venezianer relativ, also kleine Menschen, ja, kleine Männer los, durch Europa durch, auf der Suche nach seltenen, also nicht seltenen Erden, wie man das sozusagen kennt, aber bestimmten seltenen Mineralien etc., die sie zum Glasfärben benutzen. Und die Anwohner, die Leute, also was ich so ein Bergbauer irgendwo auf allem, der sieht das halt irgendwie so 1,40 oder zwei, drei so 1,40 Kerle durch die Gegend rennen, die da irgendwie im Berg rumkraxeln, Steine rauskloppen, die aussehen wie andere Steine, also wo du überhaupt nicht erkennen kannst, warum die irgendwas wert sind und dann wieder verschwinden oder Geld lassen und sowas, die haben wohl ein ganzes Genre geprägt von Zwergenerzählungen. Weil es halt passt hat. Das sind halt kleine Leute, die irgendwie unter Tage zugange sind, irgendwie unerkannte Schätze bergen, teilweise Leute bescheißen, teilweise denen irgendwie sich sehr erkenntlich zeigen, irgendwie nachdem sie, irgendwie, wenn sie dann 10 Jahre später wieder auftaucht oder sowas. Also schon, das ist durchaus Tropen, die du auch bei Zwergengeschichten findest. Und ich glaube, so gibt es sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen oder Ecken, wo so das Zwergenthema irgendwann herkommt. Ja. Ah, okay, ist wieder was gelernt. Also ich glaube, eigentlich ist es mir egal, Hauptsache ist geil. Ja gut, das ist natürlich auch, also es ist mir eigentlich egal, worum es geht, auch inhaltlich und so, ich weiß nicht, Hauptsache es macht Spaß. So, genau. Okay, ja, danke, das ist sehr hilfreich. Ja, ich helfe gern. Na, aber wenn ich jetzt überlege, okay, also Setting, das mit diesem alten Rom finde ich gerade toll, weil da freue ich mich drauf. Wir haben auch gerade diese, es gibt eine Serie Britannia von, keine Ahnung, HBO, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das spielt im Endeffekt das zweite Mal, als die Römer Britannien einfallen. Und zu der Zeit spielt es. Okay, das ist ziemlich gut gemacht. Kann ich also empfehlen. Und seitdem habe ich da irgendwie Bock drauf. Und jetzt haben sie das halt angekündigt, dass der Uhrwerk Verlag das auf Deutsch irgendwann rausbringen. Da gibt es dann irgendwie einen Kickstarter oder ähnliches, dann jetzt irgendwie demnächst, glaube ich. Irgendwann irgendwie irgendwo. Ja, ich hatte tatsächlich was Ähnliches in die Richtung, also was so historische Persönlichkeiten hauptsächlich angeht. Ich hatte vor Ewigkeiten, gab es mal eine Serie oder so ein Pilot, glaube ich zumindest.
zu Riverworld, das ist ja eigentlich so eine, glaube ich, Romanreihe ist. Und ich habe davon irgendwie halbe Folge gesehen. Danach hat ein bisschen das Interesse verloren, weil das ein bisschen sehr verquast wurde. Daraus hat es dann so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen durch, also wie ich das so gesehen habe, ein bisschen drüber nachgedacht und sowas kann man mit alles anstellen, war irgendwann so die Idee, dass es gibt auch, genau, die Erklärung ist, fangen wir so an, es gibt Außerirdische, die Menschen quasi einsammeln, wenn sie kurz davor oder wenn sie sterben. Also auch nicht alle, aber zu in bestimmten Situationen. Und zwar, wenn sie ertrinken. Ja, weil dann ist irgendwie der Körper in einem Zustand, in dem sie einfach ausgetauscht werden oder rausgenommen werden kann. Der wird einfach dann gemopst, irgendwie in eine Raumstation verfrachtet und da eingetütet. Ja, für später. Weil sie halt die Menschen irgendwie interessant finden, oder als Forschungsobjekt oder als Sammlerobjekt, man weiß es nicht genau. Und sehr viel später, also wirklich sehr, 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 sehr viel später, findet eine andere Zivilisation, diese Raumstation mit diesen eingetüteten Menschen und halt die Erde, die mittlerweile deutlich anders aussieht und sehr, sehr, sehr wasserreich, sage ich mal, wo es auch ganz andere, also durch Evolution, also die Menschen gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr, ja, sondern es gibt verschiedene Tintenfischarten, die also auch amphibisch und teilweise auch auf Land leben und alle möglichen anderen Viecher. Ja, und die überlegen sich, okay, wir wissen nicht genau, warum diese Typen hier irgendwie im Weltraum rumschweben. Siedeln wir die mal an und beobachten die mal. Das machen die dann. Das heißt, die siedeln dann quasi so nach und nach diese Menschen an, geben denen so ein bisschen so eine immer so grüppchenweise quasi, werden die so reaktiviert und auf die Erde geschickt. Und er entwickelt sich entsprechend relativ schnell in Stammesgesellschaften und Gruppen, die halt irgendwie klarkommen müssen. Und dann hast du halt Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Zeitepochen, die versuchen jetzt irgendwie miteinander klarzukommen. Und dann kannst du halt so die Geschichtsbücher durchgucken von Leuten, die ertrunken sind. Ja, also von Einzelpersonen, wie was ich, Friedrich Barossa, bis hin zu kompletten römischen Legionen, die irgendwie auf dem Meer verschwunden sind. Oder irgendwie, keine Ahnung, die Leute aus der Titanic oder you name it. Ja, und die schmeißen halt alle wild durcheinander. Ja, immer so grüppchenweise und immer mit so ein paar Wochen oder Monaten Verzug dazwischen und guckst dann, was sich daraus entwickelt. Und ich glaube, ich habe das nie ganz zu Ende geplant. Ja, ich hatte immer die Idee irgendwie im Hinterkopf, das wäre mal witzig, weil dann kannst du irgendwie anfangen, also mit jedem Charakter einzeln, also mit jedem Spieler einzeln, wie sein Charakter umkommt, weil die halt alle ertrinken müssen, sonst werden sie nicht ausgetauscht. Und wie sie dann später in der Gruppe irgendwie am Strand dieser großen Insel oder dieser Landmasse erwachen, zu sagen, und erstmal klarkommen müssen, was läuft hier eigentlich. Ist auch interessant. Vor allem durch die verschiedenen Religionen und Technologien, die denn da zusammenkommen, ne? Ja, zumindest so die Möglichkeiten. Also die Technologien funktionieren, also eine Dampfmaschine kannst du halt auch nicht aus dem Stock bauen. Ja, da musst du halt auch deutlich andere Vorleistungen bringen, bis du da überhaupt hinkommst. Aber auch eben Religion, Mindsets, Herrschaftsformen, ja, wenn da irgendwelche viele Leute ein bisschen dazwischen haben, die sagen, Feudalismus, irgendeiner Art, ja, oben Herrscher, unten nix, ja, läuft. Sind wir gewohnt von zu Hause aus, dann machen wir so. Ja, und dann hast du da, keine Ahnung, irgendwie einen Amerikaner aus dem 19. Jahrhundert dazwischen, der sagt, ja, Moment mal, nee, wir wählen einen Präsidenten, da haben wir schon immer so gemacht. Und das kann sich dann, glaube ich, sehr interessant entwickeln zu unterschiedlichen Enklaven und Gruppen. Und da kann man sich überlegen, wer passt denn gut zusammen? Ja, also welche Mindsets würden sich wohl zusammentun und welche würden wohl aneinander geraten? Und ich glaube, da kann man schon viel mit anstellen. Ja, irgendwie, mir fehlen manchmal immer dann, was für Abenteuer macht man denn da in der Zeit? Also du kannst natürlich klassisch machen, du hast ein Heim und musst es bewirtschaften und ab und an kommt mal ein Sturm oder ein Bär. Oder du machst es dann so groß aufziehen von wegen, da kommt ein gegnerisches Heer und ihr müsst jetzt vom König beauftragt, Geheimagenten, blablabla, bla, you name it, ne? Ja, aber selbst wenn das irgendwie nur also kleinere Gruppen sind, das muss ja nicht irgendwie eine Heer und König und Armeen sein. Wenn das irgendwie insgesamt, also was ich, du hast irgendwie eine größere Insel, ja, also so ein Mini-Subkontinent und hast da irgendwie ein paar 10.000 Leute drauf, die sich irgendwie in Gruppen zusammentun, dass du hast eher so eine Stammes,
Gesellschaften, die halt unterschiedliche Ideen haben, natürlich auch teilweise eben zum Beispiel an der Dampfmaschine basteln oder versuchen, Kanonen zu gießen, während die anderen mit Pfeil und Bogen unterwegs sind. Mhm. Und sich da irgendwie gegenseitig behaken und Bündnisse bilden und versuchen, miteinander irgendwie klarzukommen. Und auch immer mit dem Hintergedanken, was ist eigentlich übrig von der Welt und warum sind wir eigentlich hier? Also was soll der ganze Quatsch eigentlich? Mhm. Ja, was kann ich daraus was herausfinden? Da gibt es vielleicht von denen da oben irgendwelche Möglichkeiten, also wie überwachen die uns zum Beispiel? Tun die es überhaupt? Ja, gibt es vielleicht Spione? Ja, oder Leute, die so tun, als wenn sie irgendwo ertrunken würden, aber wären also eigentlich irgendwelche Aliens, die quasi die anderen Menschen beobachten, wie sie so agieren, was sie so tun. Hm. Und ich glaube, da kann man schon relativ viel mit anstellen. Aber hast du da nicht mittelfristig eigentlich immer den Stamm, der die beste Technologie hat, wird irgendwann alle anderen übernehmen? Das ist ja wie in Civilization, ja. Wenn ich mit meinem Panzer ankomme, kann der andere so viele Pfeilbogenschützen haben, wie er will. Ja, außer er ist in der Lage, deinen Panzer zu kopieren und zu gucken, wie funktioniert denn der. Hm. Also, das ist klar, in einem Computerspiel oder auch im Brettspiel ist es halt relativ fest montiert, aber das heißt relativ wenig. Also, speziell, weil du hast ja gar nicht die industriellen Möglichkeiten, irgendwie einen Panzer zu bauen. Also das ist halt nochmal alles viel, viel in einem viel kleineren Rahmen und von daher, also das, und auch zeitlich ist es ja gar nicht so, also du hast auch gar nicht Zeitmöglichkeiten, da so viel zu machen, wahrscheinlich. Von daher ist es klar, wenn einer irgendwie rausfindet, okay, ich weiß, wie man Schwarzpulver macht und wir haben dann auch irgendwie die Grundzutaten dafür gefunden, weil wir irgendwo, keine Ahnung, eine Schwefelmine an einem Vulkan gefunden haben oder irgendwie sowas. Dann ist das natürlich durchaus ein Turning Point, ja, wo du sagst, okay, wir haben Schwarzpulver, ihr nicht. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass es irgendwie dann zur Weltherrschaft reicht. Mhm. Ja. Also ich zum Beispiel, wenn man mich fragen würde, jetzt hier, Gratulation, Sie sind Zeitreisender, erklären Sie jetzt mal diesem eingeborenen Stamm, damit er beim Nachbarn eingeborenen Stamm mal richtig Rambazamba machen kann. Ja, Sie kennen sich doch, Sie sind doch aus einem technologischen Zeitalter, zeigen Sie dem nochmal, wie ein Panzer funktioniert. Ja, das ist auch so, ja, danke. Man setzt sich rein, dreht den Schlüssel und los geht's. Genau, wir haben drei Stöcke, zwei Steine und ein Seil. Und wenn wir es ganz, ganz fest zusammenziehen, haben wir einen Panzer. Das funktioniert halt nicht. Denkt dran, wir müssen ganz fest dran glauben. Ja, wenn bei Orks funktioniert das. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Dann kommt der War und dann geht's los. Das ist allein schon, wenn du versuchst, den Leuten zu erklären, also erklär mal jemandem, der es nicht kennt, was Elektrizität ist. Ja, das ist halt, kannst halt vergessen. Also allein, dass man vermutlich die meisten Leute gar nicht wissen, wie sie die erzeugen könnten. Dauerhaft. Also haben wir im Physikunterricht vermutlich gelernt. Ja, aber seien wir ehrlich, das ist linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus. Stimmt, also ich weiß noch, man muss Magnete in eine Spule schmeißen, hoch und runter und ganz schnell. Irgendwas drehen. Ja, Spule eben mit irgendwie Eisenkern und irgendwie drehen und so. Genau. Und entweder kommt da Strom oder die Spule bewegt sich, weil Strom drauf ist. Man weiß es nicht genau. Genau. Man muss irgendwie die an Drehen halten, weil du kannst nicht den Strom benutzen, um es selber zu drehen, weil du verbrauchst immer mehr, als du reingibst, um das zu verbrauchen. Ja, du brauchst eine Batterie. Ansonsten, also du brauchst ein Speichermedium, ansonsten klappt das ja nicht. Also, ne, von daher, oder du brauchst zwei und der eine dreht sich schnell und der andere langsam, weil du den einen schnell drehst und das bisschen was rüberkommt, dann reicht, oder fehlt auch nicht, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, also ich habe da nur eine sehr, sehr, sehr oberflächliche Ahnung von, weil ich das in meinem Leben nie gebraucht habe. Mhm. Ja, ich habe mal irgendwann mal was mit Industrieelektroniker gelernt, aber das ist schon lange her. Also ich weiß, du hast an so einem Kraftwerk hast du erst eine kleine Turbine, die treibt dann die große Turbine an und die macht dann Strom. Ja, kannst du mal sehen. Ja, durch Drehbewegung. Ja, das wird denen bestimmt helfen. Ja, eindeutig. Ja, ihr müsst doch nur das Kraftwerk bauen. Hallo. Eben, also von Punkt 1, ihr braucht eine Turbine. Das kann auch so schwer nicht sein. Wirklich? Ihr habt keine. Ja, dann, wenn nicht, dann bauen wir einfach einen Staudamm. Gieß doch mal Beton. Ja, Staudamm geht auch so, ich schaffe einen Biber. Ja, aber ja, genau.
Spätestens, wenn du irgendwie, ja, brauchen wir Kupferdraht, isoliert. Da fängt es dann schon mal an. Da musst du den Leuten erstmal beibringen, wie man Kupfer gießt. Du musst denen wahrscheinlich erstmal oder beibringen, was ist Kupfer? Eben. Woran kenne ich Kupfererz zum Beispiel? Ja, was muss ich mit dem anstellen? Wie baue ich einen Ofen, der heiß genug wird, dass da das Zeug da rauskommt? Ja, dann wie mache ich da Draht raus? Oder mache ich es überhaupt so rein, dass man einen Draht rausmachen kann? Also wie mache ich dann Draht raus? Und wie, die Frage wie ist mal, ist jetzt Kupfererz, ist Kupfer jetzt direkt Erz? Also du haust irgendwo drauf, dann hast du Kupfermetall? Oder ist es nicht irgendwie, musst du da irgendwie was zusammenmischen oder so? Nö, Kupfer ist ein reines Metall. Also es ist, findest du als Erz vorkommen, soweit ich weiß. Ja, aber ist das Kupfererz? Sieht das aus wie Kupfer, oder? Das ist so ein grün-span-ähnliches Zeug. Ja, dann komm mal drauf an. Dann sagst du, ja, Kupfer, das ist so Kupfern halt, so bräunlich. Ja, nee, hier ist grün. Ja, dann musst du es irgendwie so zerkloppen quasi. Dann kommt das in den entsprechenden Rennofen rein oder sowas. Dann fließt das Zeug unten raus, wenn es heiß genug wird, weil das aus dem Fels rausgeschmolzen wird. Und dann sammelt sich da unten Kupfer an. Also wenn die Dinge gut laufen. Mhm. Ja, erklär den mal, wie wir Kupfer machen. Ja, jetzt ist Kupfer ansonsten relativ nutzlos, weil es ein sehr weiches Metall ist. Das heißt, da wie Werkzeuge aus reinem Kupfer zu machen, ist, ja, kannst du machen, aber die halten halt nicht lange. Du musst halt immer wieder nachdengeln. Da müsstest du eigentlich noch Zinn haben, um Bronze herstellen zu können. Das gibt es aber nicht überall. Also Kupfer ist deutlich häufiger als Zinn, also an Vorkommen. Da musst du die Mischverhältnisse kennen und die Temperaturen und wie das zusammengießt, dass da irgendwann Bronze raus wird und so weiter und so fort. Ja, und dann bist du immer noch eher erst in der Bronzezeit. Ja, da kommen noch ganz andere Sachen. Bis du irgendwann dazu kommst, tatsächlich einen Eisenkern zu haben, den musst du ja auch, wenn du nicht gerade irgendwo Meteoriten gefunden hast, musst das Kupfer irgendwie isolieren, weil wenn du einfach den Kupfer zusammen um den Eisenklumpen wickelst, dann hast du halt einen Metallklumpen. Das nützt dir gar nichts. Also das ist, glaube ich, es ist nicht ganz ohne Aufwand. Oh. Ja, erzähl mal, gut, wie machst du Eisen? Wie stellt man Eisen her? Wie Kupfer, nur heißer. Okay. Das ist jetzt übrigens also für die Historiker unter uns, das war ein sehr vereinfachender und möglicherweise ein inhaltlich nicht ganz korrekter Einschub. Muss man ja sagen, also es ist nicht so einfach. Kommt auch an, was unten rauskommt, ist es, ob es Schmiedeeisen ist oder Gusseisen. Das, glaube ich, hängt am Kohlenstoffgehalt des Eisens. Mhm. Ja. Also können wir feststellen, es ist doch spannender, als man sich das überlegt hätte. Ja, also ob es spannend ist, wenn man es nachher spielt, weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Es ist halt dann, das wird dann wirklich so Grundkackerei. Aber darum geht es, glaube ich, also von meinem Vorstellung her geht es auch gar nicht zwingend so im Kern um sowas. Was, sondern spielen? Ja, im Spiel, sondern eher sich um diese Gruppierungen, die da zugange sind. Mhm. Wie man mit denen untereinander umgeht und wo man eigentlich hin will und was für Ideale man vielleicht vertritt, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine neue Welt und wir haben tausende von Leuten. Was machen wir mit denen jetzt? Ja, machen wir erstmal eine schöne Autokratie oder machen wir irgendwie eine feudale Gesellschaft? Versuchen wir, ihnen die Religion durchzusetzen? Oder sagen wir vertrauen darauf, auf die Vernunft des Individuums? Ja, und machen dann irgendwie sowas Basisdemokratisches oder keine Ahnung. Ich glaube, allein das ist schon eine interessante Frage. Und dann auch, kann man das umsetzen? Und was passiert dann? Hast du Assassin's Creed mal gespielt? Ich habe, glaube ich, mal eine halbe Stunde Assassin's Creed Unity gespielt. Das ist aber auch alles. Okay. Ich glaube, das war das Ende von Brotherhood oder Brotherhood, das Assassin's Creed 2, der letzte Teil sozusagen. Also kurz für die, die es nicht genau wissen, da geht es einem, man spielt eigentlich mal einen Assassin in der Vergangenheit und der Twist ist eigentlich, du bist in der Jetzt-Welt, aber es gibt eine Maschine, die nennt sich der Animus. Damit können aus deiner DNA die Erinnerung deiner Vorfahren extrahiert werden und angeschaut werden. Also das heißt, es geht davon aus, dass das Gespräch, was wir bei dir jetzt führen, in deiner DNA gespeichert wird. Und nachfolgende Generationen von dir, die können das dann abrufen. Das ist so mal die Grundprämisse. Und
Dass die Grundidee kenne ich, ja. Und in dem Endpunkt ging es darum, also es passiert dann ganz viel und dann ist die Frage, wie die, dann haben sie so einen Ausguck in die Vergangenheit gemacht irgendwie. Es eine Möglichkeit war, glaube ich, es könnte, Strom ist weg, alles muss neu aufgebaut werden und du selber bist halt der Held und alles und schreibst auch ein Buch und schreibst halt so rein, so von wegen, seid nett zueinander, tötet euch nicht, unterstützt euch, sowas. Und dann haben sie so die Hochrechnung gemacht, ja, und nach tausenden von Jahren wird das immer uminterpretiert und irgendwann ist aus die, wird dann angebetet, du wirst als Gott verehrt und irgendwann machen sie auch mal Menschenopfer, weil sie denken, das ist eine gute Idee. Hat schon immer funktioniert, ja. Meine Frau schaut mich gerade an. Ja, das ist Assassin's Creed, die Brotherhood von Teil 2. Meine Frau guckt mich überrascht an. Die spielt nämlich gerade im Hintergrund Assassin's Creed. Was? Ägypter oder Griechen? Ägypter haben wir schon, Griechen sind wir. Wie heißt das? Odyssey. Ja, also das fand ich ganz interessant, dieses, wie das geschriebene Wort und die Überlieferung sich da in der Zeit ändern können und pervertiert werden können in dem Fall dann. Ja, es ist dann immer die Frage, ob es ein Thema ist für ein Rollenspiel. Weil der Spielleiter muss das dann bewerten. Und erstmal die Frage, kann und will er das? No. Ja, weil am Ende, ich meine, am Ende des Tages ist halt, ich meine, das ist halt auch ein Mittel zum Zweck. Ja, und wenn mein Zweck ist, ich möchte irgendwie Alleinherrscher sein für die nächsten 2000 Jahre und meine Kinder und Kindeskinder bitte schön auch, dann ist das Mittel halt, ja, das steht da zwar, wir sollen alle Nächsten lieben, aber ich bin der Auserwählte, der das geschrieben hat, weil das so ist. Weil er mir erst gesagt hat, in meinem Traum, und deswegen sollt ihr euren Nächsten lieben und das bin ich. Klingt logisch. Ja, also es ist halt einfach ein sehr praktisches Mittel sozusagen dann. Okay, wir haben jetzt schon einige Zeit gesprochen und irgendwie ist schon spät. Jetzt die Frage, möchtest du noch etwas wünschen? Wenn ich es bekäme, ja. Ansonsten, glaube ich, reicht's für heute auch. Ich habe jetzt immer wieder auch noch mal zwischendurch überlegt, was ich mir jetzt unbedingt haben will. Also vieles habe ich schon irgendwie und freue mich auf einiges. Mein Hauptding ist halt, macht mehr digitale Sachen, bringt mir, dass ich nicht irgendwas extrahieren muss. Ich will Sachen für meine virtuellen Tische und auch für meinen echten Tisch, wenn ich den irgendwann mal wieder nutzen kann. Macht es einfach geil. Ich weiß, das hört der Autor in dir. Ah, okay, Aussage, mach es geil. Ja, damit kannst du viel anfangen. Verdammt, ich wollte es voll ungeil machen. Ja, dann wird es schwierig. Ja. Mein Plan war es, mopsig und doof zu machen. Und jetzt ist das völlig unerwartet. Ja. Ja, du könntest mich auch einfach zwischendurch immer mal fragen. Dann kann ich dir sagen, was du als nächstes im DSK machen sollst. Ja, bitte sag mir doch, was soll ich denn als nächstes machen bei DSK? Hunde. Ja, oh, das wird schwierig. Oh. Ah, Mist. Jetzt habe ich geblufft und hatte gehofft, dass du sagst, ja, wir können irgendwann mal reden, aber jetzt willst du gleich was haben. Um die Uhrzeit. Wenn du so anfängst. Ich hätte gerne, gibt es schon eine Gitarre für die Katzen? Ich glaube nicht. Ja, eine Katzengitarre fehlt. Für den Barden. Und eine Bardenklasse, die die Zauberlieder spielen kann. Also Barden gibt es, die können aber keine Zauberlieder spielen. Also ja, dann. Die spielen. Ob die dann sehr zauberhaft sind, kommt halt auf den Barden an, aber. Aber vielleicht nur eine, die dann irgendwie Zauber entfalten darüber. Ne? Das fände ich ganz schön. Aber sag mal ehrlich, ist es nicht irgendwie blöd, wenn die Wirkung des Künstlers nicht durch seine Kunst entsteht, sondern weil er zaubert? Das heißt, seine Geschichte sind total doof. Naja, langweiliger Scheiß, irgendwie so Modern Talking Aventurians. Aber du zauberst halt, deswegen findest du auch trotzdem alle cool.
Ich dachte eher, umso geiler du spielst, umso besser ist die Wirkung deines Zaubers. Weil der Zauber, also du machst ja keine Bewegungen, so Handbewegungen, so Abracadabra oder machst irgendwelche Zaubersprüche, die du aufsagst, sondern durch dein Lied ist, also praktisch, wenn du ein geiles Lied spielst, ist dein Zauber geil. Aber reicht nicht das geile Lied an sich, dass Leute einfach das cool finden? Ja, ich meine nicht, dass durch den Zauber die alle das besser finden, sondern dass du durch den Zauber zum Beispiel Leute heilen kannst oder Schaden steigern. Das ist rein irgendwie, es hat was mit Computerspielen zu tun, aber nicht mit meinem Rollenspiel eigentlich, ne? Du bringst mich hier in an Anomalitäten, wo ich gar nicht mehr weiß, wie ich da jetzt rauskomme. Ja. Weil irgendwie ist es doch nicht so geil. Ja, okay, also ich gebe zu, ist nicht so einfach. Also das wusste ich schon vorher, aber ich sag's jetzt hier nochmal. Also es ist gar nicht so einfach, sich coole Sachen zu überlegen, die auch Sinn machen. Man sollte da mit jemandem reden, der da weiß, wie man es macht. Ja, wenn wir jetzt einen kennen würden, wäre es hilfreich. Ja, meine Frau beißt sich gerade mit dem Finger auf die Zähne. Nee, umgekehrt. Den Zähnen auf den Finger und sagt irgendwas nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also wenn wir jemanden kennen, sagen wir Bescheid. Bis dahin frage ich dich. Ja, können wir so machen, ja. Ja. Das wäre auch ein Thema für einen Podcast. Ideen, die du verworfen hast, weil sie doch scheiße waren. Und am Anfang aber geil klingen. Ja, können wir auch mal machen. Mal gucken. Also so richtig Begeisterung hört sich jetzt anders an. Oder ist es jetzt ein Beispiel gleich gewesen? Ich überlege gerade. Also es gibt so ein, zwei Sachen. Wobei ich nicht sagen würde, dass die ja scheiße sind, sondern das ist einfach so Sachen, wo ich denke so, ja, Grundidee, ganz cool, aber was mache ich jetzt damit? Ja, das ist ein bisschen so an einigen Stellen das Problem. Wir behalten das mal im Hinterkopf und wenn nicht, machen wir das mal einfach mal mit Ralf, denn der hat ja bestimmt auch sowas. Ja, machen. Ja. Okay. Wir haben viel gesprochen und ein bisschen gewünscht. Wir haben wir haben Wünsche ausgesprochen. Alter Schwede, ich fürchte, ich bin etwas... Es ist schon spät. Ja. Du hast wunschiert. Wunschiert, genau. Möchtest du noch etwas zum Schluss loswerden? Ja, spielt eine Rollenspiele. Ja, das kann man so stehen lassen. Dann, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war wieder sehr schön mit dir. Es war mir eine Freude. Und euch da draußen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Was ihr auch immer macht, spielt mehr Rollenspiele. Bis denn, ciao. Ciao, ciao.